Hallo, hier kommen wir mal zu einem etwas ungewöhnlicheren Video. Ich versuche es auch weitestgehend ungeschnitten zu lassen. Vielleicht die ein oder andere Einblendung oder so. Aber erstmal gibt es eine gute Neuigkeit, denn es gibt zwei Nintendo Switch Online-Spiele, die jetzt neu im Service vorhanden sind. Und zwar ab heute, dem 27.07.23, könnt ihr Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages nachholen auf der Nintendo Switch. Und das finde ich richtig cool, weil das sind die ungewöhnlichen Teile, die, naja, nicht von Nintendo entwickelt wurden, sondern halt von Capcom. Und die sind auch richtig knackig schwer und ich habe sie tatsächlich noch nie gespielt. Und vielleicht habe ich auch mal Zeit dafür. Wobei Zeit ist immer so ein Ding. Ich finde es cool, dass genau heute die Spiele rausgekommen sind, denn heute habe ich Geburtstag. Und pünktlich zum Geburtstag haben wir auch die 75.000 Abonnenten geknackt. Und auch 130 Kanalmitglieder, was ich mir so nie hätte erträumen lassen. Warum bin ich jetzt gerade so ein bisschen melancholisch drauf? Weil ich krank bin. Tut mir leid. Hat mich doch ein bisschen mehr erwischt, als ich dachte. Trotzdem werde ich heute natürlich versuchen, so ein bisschen den Geburtstag zu feiern und vielleicht auch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Denn es ist ja eine ganze Menge passiert. 75.000 Abonnenten muss man ja auch wirklich erstmal erreichen. Klar, gibt es links und rechts Kanäle, die mich irgendwann überholt haben. Trotzdem kann ich dank euch hier überleben. Und das ist eine Sache, die ich mir so nie hätte erträumen lassen. Es gibt natürlich Monate, wo ich sage, oh, weißt du, so ein normaler Job, 9 to 5, wenn es mal so wäre, das ist ja heutzutage auch selten, wäre auch mal schön. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, immer wenn ich daran denke, dass ich ja einen normalen Job machen könnte, dann denke ich so, nee, eigentlich willst du das nicht. Eigentlich bist du mit dem, was du hier machst, ganz zufrieden. Und wir haben ja auch im Hintergrund ganz schön ausgebaut mit nerdpodcast.de. Natürlich die Streams, auch wenn die aus rein wirtschaftlicher Sinn keinen Sinn machen, habe ich immer Bock darauf, mit euch zu interagieren auf Twitch und zu labern. Aber alles ist irgendwie im Wandel. Also wenn ich eins festgestellt habe, ich mache das jetzt seit 2016, das Ganze. Und seit 2015 existiert der Kanal und ich stelle immer wieder fest, es wandelt sich so viel. Ne? Man müsste eigentlich TikTok machen. Ohne Scheiß, man müsste TikTok machen, um Reichweite zu generieren. Aber wenn ich denn Leute wie Yes, Yes, Yes oder so sehe und ich denke mir so, ich weiß nicht, willst du das? Also erstmal, könnte ich das überhaupt? Und auf der anderen Seite denke ich so, nee, eigentlich willst du das nicht. Du willst das hier weitermachen. Du willst hier vernünftigen, nicht hart reichweitengesteuerten News machen. Du willst einfach ein vernünftiges Format anbieten. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich habe immer wieder so den Eindruck, mit, sorry, aber Blödheit kommt man weiter. Ich will nicht die anderen Creator runterspielen, die werden ihre Chance ergriffen haben. Die werden sagen, ey, das ist jetzt meine Chance, damit ich später meine Ruhe habe im Alter. Und das ist auch völlig okay. Jeder soll machen, was er will, solange es nicht irgendwie in eine rechtswidrige Zone geht oder so. Ist halt so. Es gibt Content für jedermann und das ist auch völlig okay. Ich habe es jetzt geschafft, seit 2016, also das heißt seit knapp 7 Jahren, mir hier eine Community aufzubauen, die manchmal auch hart mit mir ins Gericht geht, aber ich denke mir immer so, ja, okay, da hast du vielleicht mal einen Schritt zu weit gemacht, vielleicht in Sachen Titelwahl, wie zum Beispiel bei dem Rechnervideo das letzte Mal, wobei ich sehen kann an den Daumen nach oben, okay, es wurde auch gut angenommen, viele haben auch geschrieben, es war ein schönes Review, es war differenziert und so, nur der Vergleich mit dem Steam Deck ist ein bisschen blöd, wo ich dann wieder aus meiner technischen Sicht dachte und auch aus so Nerd Over Tech Sicht, meinem Zweitkanal, dass ich einfach so sage, naja, komm, die Hardware-Basis ist ja die gleiche wie das Steam Deck. Bloß, dass man das für zu Hause hat. Jeder meckert rum, ich hätte gerne stationäre Nintendo Switch mit mehr Leistung, wegen der Kühlleistung und so weiter und so fort. Oder vielleicht einen größeren Chip oder so. Und genau das habe ich als Aufhänger genommen. Entschuldigung, ich muss mich
Jetzt war doch ein Schnitt drin. Ich musste mich mal kurz räuspern, weil mein Hals noch komplett zu ist. Und manchmal sehe ich das so aus der technischen Sicht und stoße da auf völliges Unverständnis. Und ja, vielleicht habe ich es da auch ein bisschen übertrieben mit dem Titel. Es ist halt bloß immer so schade, dass Titel und Thumbnail, und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, immer vor dem eigentlichen Video sind. Also die durchschnittliche Wiedergabezeit von dem Video ist 3 Minuten oder so. Und im Endeffekt geht es aber 15. Ja, und verstehe ich irgendwie, dass man jetzt sagt, jetzt kriegt man nicht das, was man erwartet oder so. Aber trotzdem fließt ja viel Mühe rein in das Video. Und das ist halt auch so, wo ich sage, ja, aber so ist es halt heutzutage nun mal. Und ich habe mich auch zugegebenermaßen die letzten Jahre daran angepasst, logischerweise, weil ich mir so gedacht habe, wenn ich nicht irgendwann was mache, wenn ich nicht die Titel ein bisschen offener gestalte, niemals die Unwahrheit, das ist mir ganz wichtig, aber wenn ich direkt in den Titel schreibe, was Sache ist, Nintendo bringt zum Beispiel Super Mario Bros. Wonder nicht auf die Gamescom, dann kann man das jetzt anklicken, weil man denkt, oh, Skandal, oder man klickt es halt nicht an, weil man schon die ganze Headline vorausgenommen hat und das ist so ein Learning, was ich mitgenommen habe. Thumbnails ein bisschen offener gestalten und die Titel ein bisschen offener gestalten. Und das hat sich halt gut bewährt. Wir sind immer so bei 10.000 bis 20.000 Aufrufen, je nach News. Und das ist völlig in Ordnung. Ich kann zusammen mit den Placements, die leider auch nun mal notwendig sind, gut leben. Aber mit den meisten Herstellern läuft das auch relativ reibungslos. Also da kann ich auch sagen, ey, das ist schon cool, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Das ist problemlos. Ich hatte ganz selten mal das Ding, dass Hersteller gesagt haben, ja, aber jetzt musst du noch dies und das und jenes. Und einmal habe ich sogar ein Placement mitten in der Produktion abgebrochen, weil ich gesagt habe, nee, ich lass mir hier nicht 1000 Dinge vordiktieren. Da wurde dann auch verlangt von mir, dass ich Sachen rausschneide aus Placement, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt aber nicht so geil an dem Produkt. Und seitdem habe ich das auch extrem eingeschränkt, weil ich mir so denke, ich kann nicht was bewerben, wo ich nicht hinterstehe. So. Und das ist auch so ein Learning, was ich die letzten Jahre mitgenommen habe. Und die meisten Leute sind genervt von so einem Placement, oder nicht die meisten. Sagen wir nicht die meisten, aber einige Leute, ich sage aber, ey, die Sachen, die ich hier bewerbe, die sind eigentlich eine coole Sache. Das muss natürlich jeder selbst am Ende wissen, ob er das für sich abschließt. Aber ich will jetzt eigentlich nichts bewerben, wo ich sage, oh, das ist mir total zuwider oder so. Und ja, das ist auch so ein Ding. Aber kommen wir mal weg von den Placements. Kommen wir einfach mal zu dem Punkt, den wir erreicht haben, 75.000 Abonnenten. Das muss man erstmal nur mit News-Content schaffen. Das war mir leider damals nicht so klar. Ich hatte, wo ich den Kanal angefangen habe, hatte ich gedacht, machst du einen Hardware-Kanal oder machst du einen Gaming-Kanal? Und wir hatten ja damals den Kanal Bockwurst Gaming. Den haben wir ja damals zu zweit gegründet und daraus ist das entstanden. Ich habe gesagt, ey, lass mal Gaming-News damit reinbringen. Ich glaube, das kommt gut an. Und das ist aber nie zustande gekommen. Und ich habe dann irgendwann für mich entschlossen, okay, dann machst du das halt alleine. Und erst hatte ich so Let's Plays auf dem Kanal und bin dann weitergegangen zu den News. Und Let's Plays hatten immer so 20 bis 30 Aufrufe. Und dann dachte ich so, ich glaube, ich bin Let's Player 1001. Und ich kann es auch nicht so wirklich richtig gut. Also gucken wir mal, was wir anders machen können. Und da dachte ich mir so, machst du mal Gaming News. Und zwar Gaming News, wo nicht so eine Nachrichten drin sind wie Streamer XY hat sich den Kopf rasieren lassen und die Community ist schuld und das ist der Grund warum oder so. Sondern wo ich einfach sagte, ich werde das runterdampfen auf die Sachen, die wirklich newswürdig sind. Dazu gehören für mich auch, und das ist ja auch eine ewige Diskussion auf dem Kanal, Gerüchte zur Nintendo Switch 2, beziehungsweise damals noch zur Nintendo Switch 1, beziehungsweise Nintendo NX.
Und die Nintendo NX kam irgendwann und ich habe gedacht, wenn du jetzt darüber, hallo Haku, wenn du jetzt darüber berichtest, wer weiß, vielleicht kommt das ganz gut an. Und ja, die News-Videos hatten auf einmal nicht mehr 400 Aufrufe, Hashtag Werbung, hatten nicht auf einmal 400 Aufrufe, sondern auf einmal 4000 Aufrufe. Und dann ging es hoch auf 10.000 Aufrufe. Und in der Höchstzeit waren es teilweise 40.000 bis 50.000 Aufrufe, alleine wenn Nintendo NX im Titel vorkam. Und das ist halt schon krass gewesen. Und man hat dann auf den Kanal geguckt, jeden Tag 100, 200, 300 neue Abonnenten, weil man irgendwie der einzige deutschsprachige News-Kanal war, der das auf dem Schirm hatte. Und es gibt Kanäle, die machen News, die haben sich dann aber ein bisschen spezialisierter. Und ich glaube, ich bin leider mit der Konkurrenz GameStar, die natürlich wesentlich größer ist, einer der wenigen, die noch News-Themen aus allen Feldern abdeckt. Manchmal auch PC, aber meistens Konsolen. Und das gibt es halt nicht so oft auf dieser Plattform. Und ja, ich bin dankbar, dass die Leute immer noch einschalten. Also es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwann nach der Nintendo NX gesagt haben, ja, jetzt gucken wir ihn gar nicht mehr. Und dann wäre das hier alles nicht möglich, was ich mir aufgebaut habe. So eine Sache hier, so ganz simpel hier. Mikrofon, SM7B, klassisches Mikrofon. Keine Webcam mehr, sondern eine Alpha 6000 als Facecam. Dann noch eine Tischcam, eine vernünftige, vernünftigen Schreibtisch. Hier sowas. Ne? Und einfach sagen zu können, ja, du kannst es dir leisten, zwar auf Ratenzahlung, also hier Fernseher, MacBook und so, ne, ist trotzdem finanziert, aber ich kann die Raten bezahlen. Und das behaupten zu können mit einem selbstständigen Job in Deutschland ist schon eine krasse Nummer. Natürlich, bis dann irgendwann mal das Finanzamt kommt, gerade die ersten zwei Jahre dachten die sich so, hier, dem berechnen wir mal richtig was voraus, weil man ja auch noch nicht so ganz beholfen ist bei der ganzen Sache. Aber Es ist ein krasses Gefühl einfach. Und wenn ich da hinten die Zahlen durchlaufen sehe, wie viele Aufrufe der Kanal hat, und ja, hat jetzt natürlich noch nicht auf 75.000 aktualisiert, aber wir sind jetzt bei 75.000 und ich glaube 5. Können wir ja nochmal gucken hier. Das ist der Nerdover Tech-Kanal, der ist übrigens auch bei 8.027 Abonnenten mittlerweile. Und der Nerdover News-Kanal ist bei 75.007 Abonnenten. Vielen lieben Dank dafür. Und das ist halt ein krasses Gefühl. Jetzt sagen die meisten, ja, aber du müsstest doch mit der Zeit seit 2018, da sind doch Leute schon bei Millionen Abonnenten und so. Ja, keine Ahnung. Es gab Zeiten, da ist gar nichts passiert. Also gar nichts. Das blieb ewig auf 72.500 Abonnenten. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht sind 3 Videos die Woche zu wenig für News-Content und ich habe ja mittlerweile auch auf mehrere Videos die Woche jetzt wieder umgeschaltet. Es kommen ja mittlerweile 4 bis 5 Videos. Aber ich denke, 4 bis 5 Mal die Woche News guckt auch keiner, weswegen ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, wenn die Leute vielleicht mal sich für deine Meinung am Sonntag interessieren, für irgendein Reaction-Video oder so, dann machst du das einfach und ich lasse es ja auch nachbearbeiten. Durch Leute. Die News wird ja auch mittlerweile geschnitten. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Also ohne die beiden wäre es nicht möglich, einen Podcast, Nerd Over News, Nerd Over Tech und so weiter hintereinander zu befeuern, weil dann würde ich wahrscheinlich schon mit Burnout irgendwo im Krankenhaus liegen. Weil was man immer nicht vergessen darf bei der ganzen Sache, ist, dass naja, so ein News-Video ist Skriptschreiben. Das dauert 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie umfangreich die News ist, wie viel gelesen werden muss, wie viel gegengelesen werden muss. Dann halt das Schneiden, 4 bis 5 Stunden. Thumbnail machen dauert meistens noch so 1/2 Stunde bis 1 Stunde, je nachdem, wie aufwendig das ist. Moderation mache ich mittlerweile, die Podcasts nehmen wir auf Stream. Und ja, da war es dann einfach notwendig.
weil einige Newsseiten wie zum Beispiel ingame.de, und ich nenne das jetzt auch ganz offen, das sind wirklich die schlimmsten Newsseiten, die schreiben dann so eine Sachen und das wird mir andauernd in den Feed gespült. Ja? Ich kann das nicht ändern, weil ich bin hauptsächlich auf Newsseiten unterwegs und dann werden so eine Rotzblätter wie ingame.de auch auf meine Newsseite gespült. Und die schreiben dann so zum Beispiel sowas wie Nintendo Switch 2, Leistung bekannt. Und das haben die aus der News genommen mit Bobby Kotick, der einfach im Gerichtsverfahren mit Microsoft gesagt hat, ey, er vermutet, dass die Nintendo Switch 2 so auf Xbox One oder PlayStation 4 Niveau ist. Und das Schlimmste an der Seite ist, die copy-pasten auch noch ihre Artikel. Also das heißt, die bringen den raus und ich habe das erste Mal gelesen bei denen vor 3 Wochen und jetzt sind wir mittlerweile 3 Wochen später und die haben mit dem aktuellen Datum von 25.07. genau denselben News-Titel nochmal rausgebracht, nur um sich weiter nach oben zu pushen bei SEO. Und das ist halt, weiß ich nicht, ich finde sowas so ekelhaft. Und da muss man halt so drauf achten und selbst ich, das klingt jetzt, als wäre ich hier die absolute Referenz in Sachen News-Content. Aber selbst ich habe ja immer mal auch einen Fehler drin oder Sachen, die mir fehlen. Und das ist halt wirklich nervig. Würde ich jetzt auch noch die Sachen schneiden müssen, ich glaube, da wären Schnittfehler drin. Und ich habe das auch in den letzten News immer gemerkt, die ich selbst geschnitten habe. Irgendwo war da mal wieder ein Fehler drin, weil du bis morgens um 2 an der News gesessen hast und nichts hingekriegt hast. Also wirklich, du hattest denn so Sachen, einen Fehler, dann Schnitt und nochmal denselben Fehler, weil du vielleicht 3-mal hintereinander denselben Versprecher hattest oder so. Und das hat nicht rausgeschnitten oder nicht sauber rausgeschnitten. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, da muss jemand ran, der erstens das schneller kann als ich und zweitens besser kann. Und da habe ich gesagt, ja, nee, das überlasse ich mal lieber anderen Leuten. Und deswegen geht ein ganz großer dicker Kuss raus an Waldron und an Ritter Kaktus und an viele Leute, die mir in der Vergangenheit geholfen haben, an die Mods und aus dem Twitch-Chat halt und so weiter. Ja. Habe ich noch irgendwas? Ach so, ja. Es gibt noch einen Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, das geht nicht mehr so. Ich habe damals, wo ich den Kanal gestartet habe, und anders geht's nicht mit YouTube. Ich bin nicht der Meinung, dass man heutzutage noch von 0 auf 100 durchstarten kann, außer man ist einer von ausgewählten 0,1% oder so, dass man erstmal das parallel betreiben muss. Ich habe das ja 3 Jahre lang, also 2015 habe ich den Kanal eröffnet, 2016 ging es dann richtig intensiv los und knapp 2,5 Jahre, genau, 2,5 Jahre habe ich das parallel gemacht zum normalen Job und da hatte ich auch das zweite Mal, war ich so kurz vorm Burnout. Und jetzt sagt man sich, ach Burnout, hör auf. Jeder labert über Burnout, bla bla, ich kann es nicht mehr hören. Und ich sag's euch so, wie es ist, das ist nicht schön. Also das ist wirklich so eine Sache, du liegst in deinem Bett, du willst mental aufstehen, aber dein Körper bewegt sich nicht. Das ist ganz komisch zu beschreiben. Man kann auch den wenigsten Leuten irgendwelche mentalen Sachen schwierig beschreiben, glaube ich. Und viele sagen immer so, vergleich das doch nicht mit einer Erkältung oder so. Und ich vergleiche das auch nicht mit einer Erkältung. Aber es ist auch nicht so, dass man sich einreden kann, jetzt hör doch mal auf, du hast doch bloß schlechte Laune oder so. Sondern es ist einfach da, so wie jetzt gerade meine Erkältung. Und man muss das dringend behandeln lassen. Ja, eine Erkältung ist irgendwann vorbei. Bei psychischen Problemen geht zum Arzt dringend. Wirklich. Und ich habe hier eigentlich gesagt, ich mache keinen Schnitt. Aber da habe ich gerade Quatsch erzählt in dem eigentlichen Video. Deswegen füge ich das hier nochmal ein. Bitte geht zum Arzt, wenn ihr damit Probleme habt. Wenn ihr sowas habt, dann lasst das auf jeden Fall mal checken. Ich kenne mich ein bisschen aus damit. Ich will das jetzt aber nicht allzu sehr vertiefen. Ansonsten bin ich jetzt von Berlin in die Nähe von Stuttgart gezogen. Ihr seht ja hier ein neues Studio und so. Und Studio ist immer so übertrieben. Ne? Weil eigentlich ist es ein Raum, den ich hier umgestaltet habe. Und extra für die Kulisse hier mit Beleuchtung. Und da fehlt auch noch ein bisschen Beleuchtung. Ihr seht ja hier hinten das Regal. Das ist hier noch komplett dunkel und da soll noch ein bisschen Beleuchtung hin. Aber momentan ist es halt noch ein bisschen
schwieriger, ich sag's mal so, weil das, was ich hier verwende, ist halt Philips Hue. Jetzt könnte man natürlich sagen, nutzt doch irgendwas Günstigeres, aber ich sag's euch so, wie es ist. Die Jahre haben einfach gezeigt, das Günstige, das bringt's einfach nicht so von der Farbgebung und von der Farbechtheit und sowas alles. Und da benutze ich das sehr gerne, aber das muss jetzt auch erstmal warten, bis ich das noch aufrüste. Ja, was soll ich sagen? Ich bin heute 39 geworden. Heute bringt Nintendo diese beiden wunderbaren Spiele und wir haben 75.000 Abonnenten geknackt an meinem Geburtstag. Das ist, denke ich, völlig in Ordnung, kann man mit leben. Und es wird weitergehen, natürlich. Ich werde auch weiterhin die News machen, wir werden weiterhin Reactions machen. Und ja, die Sache ist halt bloß, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen Evolution vorantreiben. Ob das so im Allgemeinen reicht mit drei News in der Woche oder ob man sagt, man splittet das ein bisschen auf. Stimmt, es gab ja zwischendurch noch die Nintendo News. Viele Leute waren auch beleidigt, wo ich das denn nicht mehr gemacht habe. Das lag aber einfach daran, dass ich gesagt habe, irgendwie nimmt man sich den Content für die Nerd News weg. Die Frage ist nur, was kann man noch machen? Ihr könnt ja gerne mal unten noch Vorschläge dalassen. Vielleicht nehme ich ja das eine oder andere auf. Wir sind jetzt bei 4 Videos die Woche. Vielleicht wird es noch ein 5. Und vielleicht erreicht man ja damit auch ein bisschen dauerhafte Reichweite. Denn eine Sorge gibt es mit den News. Und das ist immer, dass die Videos natürlich nach 2 Tagen keine Aufrufe mehr generieren. Warum? Weil es keinen interessiert mehr. Logischerweise, weil es News sind. Das ist halt nichts Dauerhaftes. Und ich versuche immer noch was zu finden, was dauerhaft geht, was aber in den Zeitrahmen passen muss. Und ich bin total neidisch auf so gut recherchierte Videos wie vom Ulti. Auch Grüße gehen raus an die Kollegen natürlich in dem Fall. Alle, die mich auf dem Weg hier bis hierhin begleitet haben, wie zum Beispiel Domi, Ulti, Hübi, Tim, also gute Laune-Typ. Und auch noch viele andere, wie zum Beispiel Densen oder zum Beispiel das Monty. Schaut auch gerne mal da vorbei. Der macht auch Hardware-News, aber wesentlich unterhaltsamer als ich. Der hat da halt einfach einen lockereren Stil. Dann haben wir noch natürlich Christian Samp, der beim Podcast mit dabei ist. Dann haben wir Marcel, einer meiner besten Freunde mittlerweile, der beim Podcast dabei ist. Tim, Christian von RetroPlays und natürlich auch vielen lieben Dank noch an Instant Gaming, die schon seit Jahren dabei sind, an RetroPlays, die auch ein Jahr Sponsor waren. Es ist so viel passiert schon und ich kann da gar nicht genug Danke sagen, weil es mir alles ermöglicht, dass wir hier weitermachen können. Ja, wie gesagt, ich bin total neidisch auf so einen Content, der so gut recherchiert ist und so, weil ich mache ja die kurzfristige Recherche. Ich klapper pro News, weiß ich nicht, 25 Webseiten ab oder so. Und versucht das dann auch immer gegenüberzustellen und nochmal Details aufzugreifen. Aber diese langfristigen Videos, die finde ich schon geil. Und dafür ist halt wenig Zeit. Und dafür gibt es halt auch schon bessere Kanäle wie Ulti zum Beispiel. Oder Firebro oder Shimtex oder wie sie nicht alle heißen. Ja, das war's. Das war quasi so ein bisschen meine Ansprache, heute mal ein bisschen roher, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen melancholischer, weil man natürlich die letzten Jahre Revue passieren lässt und ich hoffe einfach, dass es noch weitergeht. Ich hoffe einfach, dass wir auch irgendwann mal diesen silbernen Button hier hinstellen können. Das wäre noch ein großes Ziel von mir, auch wenn es vielleicht ein bisschen, naja, pragmatisch klingt oder weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, ich brauche hier gar nichts mehr weiter labern. Ich sage nochmal ganz doll Danke. Schön, dass ihr hier seid. Danke auch für die konstruktive Kritik. Und ja, das war gerade so meine Jahresansprache, die wahrscheinlich alle zu Weihnachten und Silvester sonst machen. Aber Dankeschön und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.